Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play GTA 5. Wir sind in der Story. Und while since you're in the field, the sight of you in neoprene is something we say for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Go down the coast. Gut. The facility's a few clicks south of us. Fahr die Küste herunter. Okay, machen wir das doch. Glaub mir, die Mission wird richtig, richtig geil und fett. No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes. Abflug. Oh, Depps. So. Dann hüpfen wir mal. Gehen wir ein bisschen tauchen. So, ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren. Okay, jetzt geht's aber eigentlich tatsächlich. Runter, okay. Oh, die Mission wird geil, aber ich bin schlecht im Tauchen. Nee. Stellen Sie die, ne? Ja. Okay, perfekt. Sorry, ich muss mich ein bisschen orientieren manchmal mit meinem Arbeiten. Halt! So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Nicht mehr viele Punkte. That should do it. So, Tür ist offen. Oh ja, Ding ist offen. Verschafft der Zugang zum Labor. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're 100 yards out. Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from being up Trevor Phillips's ass all day. You feel that? Hat er den nicht irgendwie immer? You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. So. The problem with
this job is, I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. Gut, dass sich hier nichts bewegt, sonst wären wir, glaube ich, gleich Hatz. Und halb. Was? Michael, we need to stick together. Ja, schön, dass Why sie die... Stop, Townley? You're freaking out? Entschuldigung. Ja, ich krieg das nicht immer hin mit dem Tauchen. Keep swimming, Michael. Halt doch die Fresse. This is the third turbine. So. That's an air pocket. Take it up to the surface, people. Ah, warte mal. Die doch oben ist richtig. Das macht. Ah ne, macht er nicht automatisch, okay. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, your job. Is to keep this covert and non-lethal as long as you can. Against the wall, quick! Bank robber, I didn't give you permission to get hot. Sooner we're done, the better. Hands where I can see them. Okay. Ich schieße hier alles weg. Now hit the elevator. Bäh, gib dich zum Aufzug. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need-to-know basis, bank robber. Shut it. Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. So, die Karte ist drin. Das habe ich in der Hand. How you feeling about this? I'm feeling pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Eyes right. Stay on top of this. Clear. Let's go. Two lab geeks. Gotta deal with them. Kein Problem. Put them up! Put them up! Excuse me. So. They're down. Let's go. Corridor goes around to the left. You're not clear for live ammo. Not yet. Behind the wall. Security detail about to make a pass. They're on us. Make a judgment call. I dare you. So. Wir sind zu Gast in Human Labs. Die kennen wir ja aus der... aus GTA Online. Kennen wir sie ja. Der Überfall auf Human Labs. Der vierte heißt. Lab rat in the cage up ahead should have the secret sauce. Come on. You. Door. Now. I don't know what you think you're doing. He's got the locking system overridden from in there. Pause it. We got company. I'm on it. Ja, dann mach. We dropped your buddy. Now open the door before we blow it and drop you. The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. So. Sorry, ich arbeite gerne lieber auf 100%. This will make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. So. Weiter.
alert. Security alert. Facility breached. You got the right weapon? This shit's about to get real. Security team! So. Don't sit there. Bring it to them. I don't want to be around when Michael takes a bullet in the test tube. I appreciate it. This is for the greater good. Allegedly. Come on, let's go. So. Another guard. Four bastards. Nicht wirklich. Weiter. Oh. Tierversuche? Oh, steh mir nicht im Weg, Kollege. Hier, nimm den. Spiel damit. Weiter. Krieg ich sie nicht weg? Ne, schade. Ja. Ich wollte eigentlich tatsächlich die Affen erstmal freihauen. Mach mal. So, die sind auch weg. Don't shoot me. I'm carrying nerve toxins here. Look at this idiot. Stay down. We can't slow down. Get the agent in the refrigeration unit. It's over in that container. Come on. Ja, mach mal das doch direkt. Ich steck das Nervengift in die Kühleinheit. In my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? Package is ready. Get over here, man. Oh God, wir dürfen fliegen. Das klappt ja so gut immer. Sammle den Container ein. Na super. Ah, jetzt muss ich da unten irgendwie... Warte mal. Da unten müssen wir hin. Dann fliegen wir mal weg. Ja klar, die schießen auf uns immer. Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties. Only self-inflicted ones. Fucking guy shot himself.
Aber scheinbar sind wir relativ gut durchgekommen. Ist der LKW da unten. Nein, das Ding ist ziemlich unruhig. Ich tue mein Bestes gerade. Und geladen. Lande den Heli, okay. Das tun wir doch gerne. Das ist wahrscheinlich der schwerste Teil der Mission. Ich bin nicht so gut im Landen und Fliegen und so. Ach, gelandet. Wunderbar. Hey, Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davy? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davy, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. This. Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. So. Wird nun? Geht's weiter? Oder was? Ja, mit Trevor. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! You have a great pain inside you. But you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. You street, you! I know. I know. Ja, das ist Trevor. Dann fahren wir jetzt mal. Oh, da oben ist ein Flugzeug. Ich glaube, der dürfte aber nach Los Santos Airport unterwegs sein. Ich glaube nicht, dass er hier landet irgendwo. Naja. Ja, die Story wird auf jeden Fall, geht so Step by Step Richtung Ende zu. Aber ja, es ist ja noch bestimmt ein bisschen was zu tun. No. Stay.
white man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect! Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Jo. Bestanden, affige Angelegenheit. Was haben wir denn geschafft? 50%? Schockieren? Okay, wir haben keine. Wir haben den Schocker nicht genutzt, okay. Kopfschütze haben wir nur 10 geschafft von 50. Treffgenau 37%. Ja, wir sind seit 22 Minuten 54. Ja, und deswegen haben wir sie auch tatsächlich unterbrochen, weil ich wollte den Hauptteil tatsächlich. Ja. Tatsächlich in einem Part machen. Deswegen war das so gedacht. So, die nächste Mission ist hier unten bei Trevor. Ja, wir haben sowieso nicht auf dem Plan, ne? Nö. Ja, jetzt bin ich mega gespannt auf jeden Fall, wie sich das ganze Ding hier noch so ein bisschen weiterentwickelt. Eins kann ich euch schon mal ankündigen. Das Spiel hat drei Enden quasi. Ich werde euch alle drei zeigen. Zwei kenne ich selber, eins kenne ich noch nicht. Deswegen werden wir den Teil, den ich noch nicht kenne, als erstes machen. Und danach, wenn wir die beiden Bekannten machen. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Achso, Einladung. Okay, ich kriege Einladung mittlerweile aus dem Online-Modus. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht die Lust drauf. Wie gesagt, ich bin am Aufnehmen, also eher nicht. Ist ein Kollege von mir, das ist der Arthur, der hat mich gerade im Modus eingeladen. Aber wir werden, wie gesagt, ein bisschen noch online spielen. Ein bisschen Story spielen. So ist es auf jeden Fall richtig. So. Aua. Boah, ja, dann fahr genau. Fahr mir genau vor die Karre, Kollege. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sind hier. Alter, ist mal gut jetzt? Okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Also bei der Story. Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Sorge. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten im nächsten Part. Tschüss.